Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Frau Arbeitsministerin, bitte. Ja, schönen guten Morgen auch von unserer Seite und schönen Vormittag. Wir dürfen heute wieder ein Update geben zu den aktuellen Entwicklungen der Arbeitsmarktzahlen und der wirtschaftlichen Maßnahmen. Wir haben gesehen, dass die letzten Wochen in die richtige Richtung gehen und dass die Arbeitslosenkurve weiterhin abflacht. Wir können garantieren, dass wir als Bundesregierung mit vereinten Kräften, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitsmarktservice österreichweit, aber auch mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem Ministerium alles dafür geben, dass wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen, einerseits die Arbeitsplätze zu erhalten, aber auch neue zu schaffen. Wichtiger Punkt ist auch die Abrechnung der Corona-Kurzarbeit. Diese läuft nach wie vor auf Hochtouren und wir freuen uns, dass wir heute oder morgen die 1-Milliarde-Marke durchbrechen können, somit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen das Geld nun auszahlen können. Wir haben diese innerhalb von einer Woche verdoppelt. Wie sehen nun die aktuellen Arbeitslosen- und Kurzarbeitszahlen aus? Heute gibt es zwei Bereiche, einerseits die Monatsstatistik für Mai und andererseits den Vergleich zur Vorwoche. Ende Mai liegen wir bereits deutlich unter dem Stand von Ende April, nämlich gesamt mit 517.221 Menschen, die auf Arbeitssuche sind oder in Schulungen sind. Im Vergleich zu Ende April sind das 571.477 gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es allerdings plus über 50%, also 174.084 Personen mehr in Arbeitssuche. Die Aufteilung nun zu Arbeitslosigkeit und zu in Schulung befindlichen Personen sind mit 473.300 auf Arbeitssuche und 43.921 in Schulung befindlichen Personen. Die Arbeitslosenquote national sind somit mit 11,5%. Es sind aber auch bereits um 45.000 Personen weniger arbeitslos, als es Ende März noch waren. Das liegt nicht nur an den saisonalen Effekten, sondern auch die Lockerungen machen sich schrittweise bemerkbar. Wir hoffen, dass die Kurve weiterhin abflacht und sind natürlich von der internationalen Entwicklung hier abhängig und diese ist noch höchst ungewiss. Wir sehen aber, dass wir auf einem guten Weg sind und Ziel ist es, den Standort so schnell wie möglich zur alten Stärke wieder zurückzuführen. Nun zu den Details zu den Arbeitslosenzahlen. Die Entwicklungen in den Bundesländern, wir befinden uns noch bei den Monatszahlen. Hier sehen wir nach wie vor, wo der Tourismus eine starke Rolle spielt, ist die Arbeitslosigkeit am höchsten. In Tirol und Salzburg haben noch die stärksten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr. Wien ist in absoluten Zahlen, hat die meisten Arbeitslosen hier zu verzeichnen. Entwicklungen nun in den Branchen. In allen Branchen ist die Arbeitslosenquote rückläufig. Besonders im Tourismus verzeichnen wir derzeit noch 94.000 Arbeitslose. Das ist bereits ein Rückgang von 20.000 zum Vergleich mit Ende April. In der Baubranche ist es ebenfalls ein Rückgang zu bemerken, nämlich von rund 36.000 auf 29.000. Die Altersentwicklungen. Ältere sind von der Krise unterdurchschnittlich betroffen. Die Arbeitslosenquote der Älteren liegt derzeit im Bevölkerungsdurchschnitt. Hier müssen wir aber besonders darauf aufpassen, dass es nicht zu einer Arbeitslosigkeit auf Dauer wird. In der Krise ist die Zahl der Schulungsteilnehmer deutlich zurückgegangen und diese Menschen sind in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Das macht sich insbesondere bei den Jugendlichen bemerkbar, nämlich mit 54.397 Personen, die arbeitslos sind, also leider circa verdoppelt. Und wichtige Initiativen wie das Lehrlingspaket mit den 2.000 Euro pro Lehrling, auf das meine Kollegin Margarete Schramböck noch eingehen wird. Nun zum zweiten Bereich, den Vergleich der Vorwoche. Hier ist ein gemeinsamer Überblick von wie vielen Menschen sich in Kurzarbeit oder in Arbeitslosigkeit befinden. Mit Stand dem 2. Juni sind 510.397 Personen arbeitssuchend gemeldet oder in Schulung befindlich. Das bedeutet 466.896 arbeitssuchend und 43.501 Personen, die in Schulung gemeldet sind. Im Vergleich zur letzten Woche ist das ein Rückgang von rund 13.000 Personen. Im Vergleich nun zum Höchststand, der Mitte April abzuzeichnen war,
sind nun 78 Personen wieder in Arbeit. Also wir sehen, der Arbeitsmarkt zieht Schritt für Schritt wieder an. Wie läuft es nun bei der Corona-Kurzarbeit? Einerseits mit den Anträgen pro Woche ist es weiterhin niedrig. Es sind 3.581 Anträge eingegangen und die Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit beträgt 1.371.338 Personen. Hier ist aber noch nicht berücksichtigt, dass einige Kurzarbeitsprojekte mit Ende Mai ausgelaufen ist. Und dementsprechend diese genaueren Zahlen werden wir in der nächsten Woche vorliegen haben. Zur Abrechnung. Rund 60.000 Unternehmen haben bereits ihr Geld erhalten und das sind rund 100.000 Abrechnungen im Ausmaß von 907 Millionen Euro. Ich rechne damit, wie vorher schon gesagt, dass heute oder morgen die 1 Milliarde an Auszahlungen sozusagen die Marke erreicht wird und in der Regel dauern die Freigaben und Überweisung bei korrekt eingebrachten Abrechnungen circa eine Woche. Wir entwickeln das System laufend weiter und verbessern es. Rund um die Hälfte der Abrechnungen, und das sind fast 80.000 Abrechnungen für März und April, sind in den letzten 14 Tagen eingegangen. Vor allem größere Betriebe mit größeren Abrechnungssummen haben erst kurz vor Ende des Monats ihre Abrechnung eingereicht. Diese werden in nächster Zeit stärker ausbezahlt. Dadurch auch die Auszahlungssummen werden sich erhöhen. Die Abrechnung der Kurzarbeit ist somit voll auf Schiene und im vollen Produktionsbereich sozusagen. Wir haben auch weiterhin wieder verbessert und weiterentwickelt und auch weiters noch Personen dazu aufgestockt, hier österreichweit zu unterstützen, nämlich über das IAMS-Konto, aber im Hintergrund auch durch die österreichische Bundesbuchhaltungsagentur. Und ich danke allen Unternehmerinnen und Unternehmen, die einerseits die Abrechnungen eingereicht haben, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitsmarktservices, der österreichischen Bundesbuchhaltungsagentur und auch der österreichischen Gesundheitskasse, die im Hintergrund unterstützt, damit das hier so reibungslos und so schnell wie möglich ablaufen kann. Mit der schrittweisen Öffnung von Geschäften, aber auch Restaurants, jetzt wieder die Hotellerie, sehen wir auch, dass die Arbeitslosenzahl schrittweise rückgängig ist. Und mein Dank gilt hier allen Österreicherinnen und Österreichern, die sich so diszipliniert auch an die Regeln und Empfehlungen halten, dass dieses schrittweise Wiederhochfahren für uns alle möglich ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Wirtschaftsministerin Bitter. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Corona-Krise hat niemanden verschont und unser wirtschaftliches System hat der Virus ganz besonders stark getroffen. Neben den vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist es aber auch eine weitere Gruppe, die besonders betroffen ist und das sind die jungen Erwachsenen, die gerade ihren Sprung in das Arbeitsleben machen wollen und jetzt gerade machen. Sie wurden durch die Corona-Krise aus ihrem Alltag ins Ungewisse katapultiert. Die International Labour Organization, die ILO, der United Nations, hat vergangene Woche eine Analyse zu den Auswirkungen von Covid-19 auf junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgelegt und das Ergebnis ist alarmierend. Das ist weltweit alarmierend. Und es gibt auch große Bedenken für Österreich. Weltweit gilt, dass einer von 6 Jugendlichen verliert seinen Arbeitsplatz aufgrund des Covid-19-Situation. Der Rest musste seine Arbeitszeit um 23% verkürzen. Die Gefahr, dass die Jugendarbeitslosigkeit steigt, ist somit eine sehr reale und es ist notwendig, dass wir entsprechende Schritte hier setzen. Auch in Österreich hat die Corona-Pandemie massive Auswirkungen auf die Zukunft der Jugendlichen. Eine Studie zeigt auch hier verheerende Folgen. 10.000 Lehrstellenplätze stehen auf dem Spiel. Betroffen sind dabei verschiedene Sparten, zum Beispiel der Handel mit minus 3.500 möglichen Lehrstellen, Gewerbe und Handwerk mit minus 3.000, Tourismus und Freizeitwirtschaft mit knapp minus 2.000 sowie auch die Industrie mit knapp minus 1.000. Wir wissen, auch in der Krise 2008 und 2009 gab es einen Einbruch von 20% der Lehranfänger und ich war damals als Leiterin eines Unternehmens selbst mit dabei und habe damals Maßnahmen gesetzt, eben gerade in dieser Phase mehr Lehrlinge aufzunehmen und nicht weniger.
Ein deutlicher Rückgang ist als heuer nicht auszuschließen. Die Schätzungen gehen in Richtung -20 bis -30%, wenn wir hier nicht Gegenmaßnahmen setzen. Um dem entgegenzuwirken, schnüren wir ein Lehrlingspaket, das jene Unternehmen mit 2000 Euro unterstützen soll, die während der Corona-Krise Lehrlinge einstellen in diesem Jahr, und zwar bis zum 31. Oktober. Das ist das Datum, bis zu dem eben neue Lehrverträge unterschrieben werden können. Wir fördern damit die Schaffung echter Lehrstellen in den Betrieben, denn letztendlich geht es darum, dass diese Lehrstellen in den Betrieben zur Verfügung stehen sollen. Die Lehrausbildung ist einer der stärksten Standortvorteile für Österreich und ist ein ganz wesentliches Teil unseres heimischen Bildungssystems und unterscheidet uns auch von anderen Ländern und führt dazu, dass wir normalerweise eine geringere Jugendarbeitslosigkeit haben. Rund 108.000 Lehrlinge werden derzeit in Österreich in knapp 200 Lehrberufen ausgebildet und pro Jahr sind es in etwa 31.000 Lehrlinge, die neu beginnen, 95% davon im September. Nun zum Bonus. Der Bonus wird in zwei Tranchen ausbezahlt, 1.000 Euro beim Start der Lehre und 1.000 Euro bei Behalten nach der Probezeit. Das sind circa 3 Monate im Normalfall. Wir fördern mit diesen 2.000 Euro jedes neue betriebliche Lehrverhältnis für das erste Lehrjahr, das zwischen dem 16.03.2020 und dem 31.03.2020 abgeschlossen und eben auch in diesem Jahr begonnen wird. Das heißt auch, dass es rückwirkend ausgezahlt wird, denn es gibt auch viele Unternehmen, die eben in der Corona-Krise gleich zu Beginn Lehrverträge unterschrieben haben und diese bekommen natürlich auch dieses Geld. Wenn ein Unternehmen einen Lehrling im ersten Lehrjahr aus der überbetrieblichen Lehre übernimmt, der sogenannten Über, dann bekommt das Unternehmen auch diese 2.000 Euro Bonus. Und hier gilt etwas Besonderes. Es gilt bis zur die Übernahme bis inklusive 31. März 2021. Das heißt, es kann sehr viele junge Menschen geben, die jetzt auch ihre Lehre in der überbetrieblichen beginnen werden. Und wenn sie bis 31. März in ihrem ersten Lehrjahr in die Betriebe wechseln, wird der Betrieb mit diesen 2.000 Euro Bonus unterstützt. Die ersten 1.000 Euro werden nach der Eintragung des Lehrvertrages bei der Lehrlingsstelle, das ist ganz üblich, ausgezahlt und die zweiten 1.000 nach Absolvierung der gesetzlichen Probezeit. Ab wann kann beantragt werden? Der Lehrlingsbonus steht allen Unternehmen ab dem 1. Juli 2020 zur Verfügung und eben das auch rückwirkend für Lehrverträge, die ab dem 16.03.2020 abgeschlossen worden sind. Also für jene Unternehmen wird die Auszahlung automatisch erfolgen. Das heißt, sie werden automatisch benachrichtigt. Und auch die Bonusauszahlung erfolgt unbürokratisch. Sie müssen hier keinen Antrag entsprechend mehr stellen. Unternehmen, die ab dem 1. Juli einstellen, können den Antrag auf Bonuszahlungen bei den Förderreferaten der Lehrlingsstellen in den Ländern einbringen oder elektronisch über Lehre-Online-Service. Beides ganz übliche Wege und der einfachste Weg für die Unternehmen. Für mich als Wirtschaftsministerin ist es wichtig, dass wir zielgerichtete Programme machen, nicht alles über einen Kamm scheren, dass wir hier vor allem die Jugendarbeitslosigkeit der entgegenwirken. In Österreich haben wir bereits erste Maßnahmen dazu gesetzt, indem wir den Lehrlingen ermöglicht haben, auch in die Kurzarbeit zu gehen. Das ist schon seit der ersten Phase möglich und war in dem ursprünglichen Modell so nicht vorgesehen. Was jetzt auch neu ist, dass die Lehrlinge bekommen immer 100% ihres Einkommens. Das heißt, es ist ihnen ja für die Vergangenheit jetzt die Differenz abgegolten worden, aber auch, wenn jetzt ein Lehrling in dieser Corona, in der Zeit der Kurzarbeit in das zweite Lehrjahr kommt, so ist es für alle anderen Arbeitnehmer so, dass hier ja das Gehalt eingefroren ist. Für die Lehrlinge gilt das nicht, wenn sie in das zweite Lehrjahr kommen oder ins dritte, dann erhalten sie das jeweils höhere Einkommen. Mir ist ganz wichtig,
dass wir diesen Sondertopf zur Verfügung gestellt haben, um die Lehrlinge eben diese Gehaltseinbußen, ihnen diese zu nehmen und dass sie hier keine Einbußen haben. Wichtig ist auch, dass vor allem die Klein- und Mittelbetriebe unterstützt werden. Sie bilden immerhin 62% der österreichischen Lehrlinge aus. Es soll für sie ein Mutmacherpaket sein, ein Paket, das für österreichische mittelständische Unternehmen, aber auch für die größeren aufzeigen soll, dass es sich auszahlt, Lehrlinge aufzunehmen. Was wir auf jeden Fall verhindern müssen, ist, dass es nachher zu einem Fachkräftemangel kommt und als erster Linie, dass diese jungen Menschen Schwierigkeiten haben beim Start in ihr berufliches Leben. Dieser Lehrlingsbonus ist eine Investition in die Zukunft der jungen Menschen in Österreich, in die Zukunft unserer Unternehmen und letztendlich auch in die Zukunft unseres Landes, denn sie sind ganz wichtig für uns, die Lehrlinge, und heute wollen wir uns auch besonders um sie kümmern, auch in dieser Phase der Corona-Krise. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich darf nun um Ihre Fragen bitten, die Frau Kittner. Wenn ich das richtig verstanden habe, fehlen Ihnen ungefähr nach Adam Riese vermutlich 7.000 Lehrstellen, weil Sie haben gesagt, 31.000 Lehrlinge fangen in der Regel im September an und die Schätzungen gehen, dass 20-30% weniger Lehrstellen heuer angeboten werden. Kann man das in der Größenordnung so sagen? Ja, das ist die Schätzung, wenn wir keine Maßnahmen setzen. Das hat die Studie so ergeben und darum ist der erste Schritt dieser Lehrlingsbonus, damit die Unternehmen angeregt werden, die Lehrstellen zu schaffen. Wir übernehmen damit die Kosten im Durchschnitt der Lehrlinge bis zum Jahresende und das ist wichtig, dass die Unternehmen hier diese Möglichkeit sehen und keine Kosten mit den Lehrlingen bis Jahresende verbunden sind. Ja? Wie viele Kapazitäten haben Sie denn in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten? Wie weit können denn die vielleicht das auffangen? Ja, der Schritt wird auch sein, dass die Lehrlinge in eine überbetriebliche natürlich gehen werden, wenn sie in den Firmen nicht unterkommen. Aber wie gesagt, ich habe mit einigen Betrieben gesprochen, die gesagt haben, die jetzt aufmerksam geworden sind und gesagt haben, ja, eigentlich ist es richtig. Wir müssen jetzt auch Lehrlinge aufnehmen, weil wir ja sonst in 3 Jahren absoluten Fachkräftemangel haben. Und was sicherlich sein wird, ist, dass viele Lehrlinge auch in der Über beginnen werden und dass wir das gemeinsam unterstützen werden, auch dort Mittel zur Verfügung zu stellen. Jetzt wollen wir mal mit den 2.000 Euro Bonus einen ersten Schritt setzen, dass die Betriebe Lehrlinge aufnehmen. Der Herr Dittelbacher, bitte. Die Kurzarbeit betrifft derzeit ganz viele Menschen. Es gibt auch hier Studien, die gehen davon aus, dass ein guter Teil, bis zu 25%, danach nicht mehr in den Betrieben arbeiten können, sondern in die Arbeitslosigkeit wechseln werden. Wie gesagt, nur Studien, man weiß es nicht genau. Was man aber weiß, ist, die Arbeitslosigkeit wird steigen und es gibt viele Stimmen, zuletzt auch von Seiten der Grünen, des grünen Sozialsprechers, die sich für eine Erhöhung des Arbeitslosengelds ausgesprochen haben. Spricht da etwas dagegen? Und Frau Minister Aschbacher, ich möchte Sie noch auf eine aktuelle Geschichte ansprechen. Am Wochenende ist ein Bild von Ihnen erschienen in der Kronenzeitung, wo Sie einem Baby Geldscheine überreichen. Meine Frage gilt jetzt explizit nicht dem Familienhärtegeldfonds. Der wird nicht in Frage gestellt von niemandem, aber es gibt ganz viele, die sagen, die Inszenierung war für Sie vollkommen unverständlich. Halten Sie auch sozusagen in Nachbetrachtung dessen, was sich da jetzt das ganze Wochenende auch abgespielt hat, halten Sie diese Inszenierung für einen Fehler? Gut, ich darf vielleicht gleich zu der Fragenbeantwortung kommen. Ich habe wahrgenommen zu Ihrer zweiten Frage, dass einigen das Bild nicht gefallen hat und Geschmäcker sind verschieden an dieser Stelle. Mir ist es wichtig, dass das Geld bei den Familien jetzt ankommt. Wir haben viel aufgestockt in meinem Ressort. Die Verwaltung steht vor massiven Herausforderungen, auch diese Vielzahl an Anträgen abzuarbeiten. Es sind mittlerweile über 100.000 eingegangene Anträge zum Familienhärtefonds. Wichtig ist jetzt, dass das Geld bei den Familien ankommt, die durch die Corona-Krise unverschuldet in Not gekommen sind. Und dementsprechend tun wir alles. Und ich werde auch weiterhin in Gesprächen mit Familien sein und mich darum kümmern, dass sozusagen die Familien in Österreich Unterstützung bekommen. Es geht nicht darum, um den Familienhärtegeldfonds, sondern es geht um die Inszenierung. Es geht darum, dass sozusagen eine Politikerin einem Kleinkind Geld überreicht. Und das geht's.
Die Geschmäcker sind verschieden und ich habe es auch schon in der Früh kurz anmerken dürfen, dass eben auch im Kontakt mit den Eltern und mit dem Kind dann das Kind danach gegriffen hat und dementsprechend wurde dann dieses Foto verwendet. Zu Ihrer ersten Frage darf ich noch sagen, bei der Kurzarbeit ist es natürlich für uns wichtig und richtig und das sehen wir jetzt, dass über 1,3 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz behalten haben, in Beschäftigung ja auch sind, auch wenn reduziert und auch eine Arbeitsplatzgarantie haben bis zu einem Monat nach der Kurzarbeit. Wir in Vereinten Kräften mit der Bundesregierung tun alles Menschenmögliche, damit auch diese Menschen weiterhin in Beschäftigung bleiben. Wichtig war daher auch jetzt die Verlängerung um zusätzliche 3 Monate, also dort, wo es notwendig ist, auch jetzt die Anträge zu stellen zu einer Verlängerung. Das alles ist über IAMS-Konto möglich, also 95% der Unternehmen haben ein IAMS-Konto. Damit ist es auch sozusagen vereinfacht, sind die Prozesse vereinfacht und wichtig ist selbstverständlich, dass es in Richtung mehr Beschäftigung geht, aus der Kurzarbeit heraus in Richtung mehr Beschäftigung und dementsprechend sind wir aber auch international von der wirtschaftlichen Entwicklung sehr abhängig und wir schauen tagtäglich und auch wöchentlich mit unseren Expertinnen und Experten ganz genau hin, was braucht es an zusätzlichen Initiativen, wie schon gesagt, mit dem Lehrlingspaket, aber auch den zum Beispiel Neustartbonus, den wir letzte Woche präsentiert haben, um hier Vorkehrungen zu treffen, dass so viele Menschen wie möglich ihren Arbeitsplatz behalten und aber auch, dass durch verschiedene Investitionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Puls. Was spricht gegen eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes in dieser Situation? Es liegen viele Vorschläge und Ideen am Tisch. Wir schauen diese sehr genau und ganz genau an. Wir arbeiten auch an unterschiedlichen weiteren Instrumenten wie Arbeitsstiftungen oder Qualifikationsmaßnahmen. Und auch das Thema mit der Arbeitslosengelderhöhung ist ein Thema, das wir diskutieren. Und alle Vorschläge werden hier sozusagen diskutiert und debattiert. Puls 4 und dann Servus TV. Trotz Öffnungen der Wirtschaft, zum Beispiel bei der Gastronomie, steigt die Zahl der Menschen, die von Kurzarbeit betroffen sind, weiter an. War das so zu erwarten oder ist das ein Alarmsignal, wo man sich Sorgen machen muss? Das Instrument der Kurzarbeit ist genau auch das Kriseninstrument gewesen, aber zugleich auch jetzt beim Comeback Österreich, beim schrittweise Wiederöffnen, geht es ja darum, dass man auch im Zuge der Kurzarbeit mehr arbeiten kann, als man ursprünglich beantragt hat. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen auf 20% Arbeitszeit reduziert hat und nur mehr 20% arbeiten konnte beispielsweise und es war dann ersichtlich aufgrund der wirtschaftlichen Lage, dass die Nachfrage teilweise gegeben ist und 50% erarbeiten konnte, ist es wichtig, dass mehr gearbeitet werden kann, wichtig und richtig und zugleich ist es hier essentiell, dass dann auch die tatsächlichen Ausfallstunden nur abgerechnet werden. Nachfrage. Wie schauen da jetzt die Zahlen von den Anträgen ab? Wie viele Anträge wurden bereits bearbeitet und in wie vielen Fällen wurde dann das Geld tatsächlich schon ausgezahlt? Hier wurden im Bereich der Kurzarbeit, ich schaue nur noch ganz kurz nach, damit ich jetzt da auch diese Woche die richtigen Zahlen auch sage, es wurden über 110.000 Anträge eingereicht und zugleich wurden über 70.000 Anträge bereits bearbeitet zur Auszahlung und knapp 109.000 Anträge wurden insgesamt bearbeitet, also von den Bewilligungen. Es geht ja darum, dass bei manchen Anträgen fehlen nach wie vor Informationen seitens des Unternehmens, aber auch seitens der Sozialpartnervereinbarung und dementsprechend muss man hier auch noch einzeln nachfassen. Aber das hat sich über all die Monate schon massiv gebessert und wir haben eine Auszahlungsrate von über 60% der Anträge, die eingegangen sind und laufend tagtäglich ist es im zweistelligen Millionenbereich, wo die Überweisungen getätigt werden für die Firmen. Servus TV. Ich habe auch wieder Kollege Frage an die Frau Ministerin Aschbacher, auch zum Thema Kurzarbeit. Zum einen, wie viele Menschen, wie ist die aktuelle Zahl? Sind es 1,3 Millionen Menschen, die aktuell in Kurzarbeit sind oder hat sich da was verändert? Und auch zu der Frage vom Kollegen noch einmal nachgefragt. Seit einem Monat gibt es Lockerungen, in manchen Branchen auch maßgebliche Lockerungen. Warum ist die Zahl der Menschen, die in Kurzarbeit sind, nach wie vor gleich geblieben und hat sie zumindest nicht ein bisschen reduziert, nämlich wenn meine Informationen stimmen, sind die 1,3 Millionen schon seit Wochen so. Wann schätzen Sie, dass diese Zahlen von Menschen in Kurzarbeit zurückgehen? Wie sind die Berechnungsmodelle, die Sie haben im Ministerium? Und wie hoch ist der aktuelle Aufwand bis dato gewesen bei Kurzarbeit?
Es sind insgesamt 1.371.338 Menschen in Kurzarbeit. Es ist so, dass mittlerweile der erste Drei-Monats-Bereich der Kurzarbeit mit Ende Mai ausläuft. Diese Zahlen, hier wird es dann zu Reduktionen kommen von den Personen, die sich in Kurzarbeit befinden, weil einige Unternehmen aussteigen aus der Kurzarbeit. Die Schätzung von unserem Haus und von Expertinnen und Experten des Wirtschaftsforschungsinstituts beträgt, circa die Hälfte wird es notwendig sein, die Kurzarbeit zu verlängern. Das hängt natürlich von der internationalen Entwicklung ab, aber auch branchenspezifisch. Das sind die Berechnungen und Schätzungen, die wir heute darlegen können, und wir schauen sehr genau hin, in welchen Branchen ist es notwendig, auch hier noch weiteres zur Verfügung zu stellen, oder auch, wo sind vielleicht auch Verzögerungseffekte, wo eben die internationale Krise erst danach dann schlagen wird. Zurück oder noch maßgeblicher, und wie hoch ist der Aufwand bis jetzt? Der Aufwand ist bis jetzt, über 10 Milliarden wurden bewilligt. Und die Bewilligungssumme ist für die gesamten Monate der Kurzarbeit. Dementsprechend kann jedes Unternehmen im Monat danach abrechnen, nämlich die tatsächlichen ausgefallenen Stunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das bekommen sie zurück vom AMS als Beihilfe. Dementsprechend sind sozusagen die 10 Milliarden an Bewilligungssumme über mehrere Monate zu sehen. Und wann wird es zurückgehen, um auf Ihre Frage hier noch... Wann wird dieses Kurzarbeitsmodell von Ihren Berechnungen her obsolet sein, nicht mehr notwendig sein? Also grundsätzlich ist es so, dass wir aus heutiger Sicht sehen, wie richtig und wichtig es war, die Kurzarbeit noch einmal um 3 Monate zu verlängern, also bis zum September. Und wir werden uns hier ganz genau anschauen, was danach notwendig ist, nämlich so viele Menschen. Unser Ziel ist es, dass wir so viele Menschen wie möglich in Beschäftigung halten und in Richtung mehr Beschäftigung auch bringen. Kann man aus heutiger Sicht noch nicht sagen. Wichtig ist jetzt, dass die Unternehmen, die eine Verlängerung jetzt brauchen, dass es hier die Verlängerung auch gibt und mit dem wesentlichen gleichen Erfolgskonzept der Corona-Kurzarbeit, die wir in Österreich hatten. Und wir werden in den nächsten Monaten, aber auch in den nächsten Wochen sehen, ob es hier zu einer Senkung auch kommt der Corona-Kurzarbeit, dass die Menschen wieder nun in Mehrarbeit in Richtung Vollbeschäftigung kommen. Darf ich vielleicht was ergänzen? Es ist eine Weltwirtschaftskrise und es hängt eben nicht nur von der Situation in Österreich ab, sondern vor allem auch in anderen europäischen Ländern, in Exportmärkten, aber auch in den USA, das ein bisschen Sorgen im Moment bereitet, und natürlich auch in Asien. Das heißt, es sind die Lieferketten als ein wesentlicher Grund, und es ist eben eine Weltwirtschaftskrise, was bedeutet, dass Nachfrage zurückgeht. Und zwar reale Nachfrage ein bisschen anders, als wir die Krise 2008 und 2009 hatten. Das Kurzarbeitsmodell hat es damals auch schon gegeben, 2008 und 2009. Es ist ein grundsätzliches Modell. Es ist nur jetzt spezifisch auch für die Corona-Krise so abgeändert worden. Also grundsätzlich gibt es Kurzarbeit und ist immer als Modell gedacht, wenn Nachfrage sinkt oder Aufträge ausbleiben, dass das Unternehmen sich entsprechend anpassen kann. Und es ist gut, dass viele Unternehmen das wirklich genutzt haben, weil eines muss man schon noch sagen, wenn die Arbeitskräfte mal weg sind und in der Arbeitslosigkeit sind, dann ist es auch sehr viel schwieriger, diese wieder ins Unternehmen aufzunehmen, diese zu finden. Sie nehmen vielleicht auch etwas anderes an, und da kommt nochmal auf die Struktur an, die wir versucht haben zu erhalten. Gibt es noch offene Fragen? Ich hätte nur eine Frage zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. Rechnen Sie da mit einem V, einem U oder einem L in der Entwicklung, und bis wann wird quasi der Stand vor der Corona-Krise wieder erreicht werden? Ja, es gibt hierbei sehr viele verschiedene Szenarien, die Expertinnen und Experten errechnet haben, aber auch von den Wirtschaftsforschungsinstituten eine Bandbreite sozusagen, aber auch europäisch und international unterschiedliche Szenarien. Hier ist es verfrüht zu sagen, es dauert XY Monate, bis wir wieder zur Rekordbeschäftigung, die wir ja im Februar hatten, wieder kommen können. Was wir sehen, ist, dass es hier eher eine schrittweise Erhöhung bzw. sogar Abflachung gibt der Beschäftigungs,
Kurve einerseits in der Erhöhung, aber der Arbeitslosenkurve eher mehr schrittweise nach unten geht. Und wenn man schaut von der Vorwoche auf diese Woche, sind es wieder 13.000 Menschen, die wir in Arbeit bringen konnten. Und ich möchte schon dazu sagen, dass jeder und jede Einzelne, die wieder Arbeit findet, hier ein Erfolg ist und auch Mut macht für die vielen anderen, die jetzt weiterhin auf Arbeitssuche sind. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank für Ihr Interesse.